Hallo, ich begrüße dich in diesem Video. Heute geht es um das Thema Handyfotografie. Einfach deshalb, weil ich in den letzten Wochen oder letzten zwei Monaten festgestellt habe, wie gefragt Handyfotografie aktuell ist. Gut, es ist natürlich immer gefragt, jeder fotografiert mit dem Handy. Nur anhand der Workshops sehe ich es überraschenderweise, wie viele Kurse mittlerweile schon ausgebucht sind bis Mitte des Jahres. Und deshalb dachte ich mir, mal drei grundlegende Tipps zu geben für jedes Handy, ob nun Einsteiger-Handy, wo nicht so viele Möglichkeiten der Einstellungen bestehen, bis zu High-End-Handys, die über Pro-Modi und so weiter verfügen, möchte ich hier einfach mal drei grundlegende Dinge mit an die Hand geben, die jeder, egal welches Handy, mit aufnehmen kann, mit einsetzen kann, um letzten Endes seine Bilder zu verbessern. Ja, und wenn dich das interessiert, bleib dran. Tipp Nummer 1, schon sehr wertvoll, richte das Bild geradeaus. Das heißt, ich sehe immer wieder regelmäßig Bilder, ob nun mit der Kamera aufgenommen oder mit den Handys aufgenommen, wo das Bild kippt, entweder nach links oder nach rechts. Das Bild ist nicht gerade ausgerichtet. Natürlich kann man im Nachgang sagen, naja, kein Problem, das begradige ich wieder in der Bildbearbeitung. Kann ich machen, natürlich. Dann geht mir natürlich links und rechts aber Bildinformationen verloren, nachdem ich es nach dem geradeausrichten wieder zuschneide. Auch wenn ich jetzt mit Themen wie KI, AI, wieder Bildinhalte dazurechnen kann. Ja, aber darum soll es jetzt hier drin mal nicht gehen. Aber warum nicht gleich von Anfang an richtig machen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen nutzt doch einfach mal den Rand eures Handys beim Fotografieren. Dann könnt ihr das schon sehr gut sehen. Ist das Bild gerade zur Horizontlinie ausgerichtet? Ob nun im Hochformat oder im Querformat, ist dabei egal. Nutzt einfach mal die Sucherkanten. Die Möglichkeit Nummer 2, richtet euch doch einfach mal das Raster ein in euren Handys. Viele Handys haben das nicht aktiviert oder viele Leute haben das bei ihren Handys nicht aktiviert, aber es ist ein gutes Hilfsmittel. Nicht nur, um das Bild gerade auszurichten, weil ich dann natürlich noch mehr Hilfslinien habe, wonach ich den Horizont gerade ausrichten kann, sondern letzten Endes ist es auch für die Bildgestaltung sehr interessant, da mir ein 3x3 Raster gleich den goldenen Schnitt gibt. Ja, und ich das natürlich für meinen Bildaufbau dann wieder von Vorteil nutzen kann, um die Bilder ein bisschen harmonischer zu gestalten. Und Tipp Nummer 3, was das gerade Ausrichten angeht, nicht jedes Handy, ich hatte gerade am Anfang gesagt, Einsteiger-Handys, High-End-Handys und so weiter, da müsst ihr einfach mal in euren Einstellungen gucken. Manche Handys, gerade in höheren Preisklassen, bieten eine horizontale Ebene oder Wasserwaage oder wie auch immer sich das dann gerade schimpft. Bei mir hier auf dem Huawei P40 Pro schimpft sich das horizontale Ebene. Und da könnt ihr einfach mal diese Funktion aktivieren. Und dann seht ihr schon, wenn das Handy schräg gehalten wird, dann kippt auch diese Waage entsprechend der Richtung. Wo ist das sinnvoll? Ich zum Beispiel nutze es in meiner Praxis gar nicht, weil es mir dann auch zu viel Informationen auf dem Handy sind, auf dem Display. Das stört mich. Aber es kann sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel keine richtige Horizontlinie habt, nach der ihr ausrichten könnt. Ihr liegt irgendwo im Sand oder ihr seid im Gebirge und ihr seht keine richtige Horizontlinie, dann ist das ein wertvolles Werkzeug, wonach ihr dann letzten Endes euer Bild ausrichten könnt und auf das ihr euch auch verlassen könnt. Tipp Nummer 2, die richtige Belichtung mit dem Handy. Jeder von uns kennt diese Fotos, bestimmte Bereiche sind zu hell, sogar total ins Weiß ausgefressen, andere Bereiche sind wieder viel zu dunkel, ich sehe gar keine Details mehr. Da vielleicht noch der ergänzende Hinweis, das Dateiformat einzustellen in JPEG oder RAW. Viele Handys bieten mittlerweile den RAW-Modus, wo ich im Nachgang natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten habe in der Bildbearbeitung, Belichtungskorrekturen im Nachgang noch durchzuführen. In JPEG ist da extremst eingeschränkt. Aber ich will jetzt hier nicht auf JPEG und RAW zu tief eingehen. Wen das interessiert, ich verlinke nochmal zu einem Video, wo ich die Unterschiede, Vor- und Nachteile dort direkt benenne. Aber für euch ist einfach wichtig zu wissen, wenn ihr Bereiche in eurem Bild habt, die richtig ins Weiß ausgefressen sind, dann könnt ihr die nicht mehr korrigieren, auch nicht im Nachgang in der Bildbearbeitung, auch nicht im RAW-Format, es wird nicht funktionieren. Dunkle Bereiche sind da ein bisschen toleranter, aber auch wenn ich diese zu weit aufhelle nachher, dann fangen dunkle Flächen an zu rauschen. Deswegen ist die Motivation oder sollte die Motivation sein, von Anfang an ein gut belichtetes Foto hinzukriegen, wo ihr dann in den hellen Bereichen als auch in den dunklen Bereichen immer Details erkennen könnt. Und dafür gibt es hier verschiedene Möglichkeiten und ich gehe jetzt mal nicht auf die Pro-Modis ein, Belichtungsmessung, Belichtungsmodi und so weiter, sondern es geht mir wirklich um grundlegende Tipps, die jedes Handy,
auch ohne Pro-Modus umsetzen kann. Punkt Nummer 1, wenn wir uns das mal anschauen, wir nehmen das Motiv in den Fokus und wenn ich dann fokussiere mit dem Finger auf das Display, dann macht sich bei den meisten Handys nebenan oder unten drunter eine Sonne auf. Und diese Sonne, damit kann man eine Belichtungskorrektur durchführen. Wenn ich das nach unten ziehe, wird das Bild etwas dunkler. Wenn ich das nach oben ziehe, wird das Bild etwas heller. Und so kann ich kontrollieren, dass ich in allen Bereichen Zeichnung sehe, Details erkenne und kann damit dann halt wunderbar diese Belichtungskorrektur vornehmen. Das hat jedes Handy am Start. Ich kenne kein Handy, wo es nicht dabei ist. Eine tolle Funktion und eine sehr simple und einfache Funktion. Möchte ich das Ganze noch erweitern, gibt es da auch noch eine zweite Möglichkeit. Und jetzt muss ich ergänzen, das hat leider nicht jedes Handy. Aber einfach mal schauen, ob das Handy oder euer Handy das hergibt. Und zwar drückt einfach mal länger in das Bild hinein. Hier bei dem Huawei P40 Pro ist es so, dass sich dann eine Sonne in meinem Fokus oder meiner Fokusumrandung zeigt. Und jetzt kann ich unabhängig voneinander die Belichtung einstellen durch das Verschieben der Sonne. Und den Fokus, unabhängig von der Belichtungs- oder von dem Belichtungspunkt, von der Belichtungsmessung, den Fokus setzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel im Vordergrund ein Motiv scharf gestalten. An den Vordergrund, wo der Fokus jetzt gerade die Belichtung vornehme, ist vielleicht der Hintergrund zu hell. Dann kann ich losgelöst von meinem Fokus, von meiner Schärfe, die Belichtung in einem anderen Punkt einmessen. Absolut genial, finde ich großartig. Bei manchen Leuten zeigt sich dann nicht so eine Sonne, sondern einfach auch mal ein Schloss AE und AF mit einem Schloss verriegelt. Das könnt ihr öffnen und dann könnt ihr AE Belichtung und AF den Fokus auch separat voneinander setzen. Probiert das einfach mal aus. Und Tipp Nummer 3, Hände weg vom digitalen Zoom. Was meine ich damit? Dieses Handy bietet einen 50-fachen Zoom. Das sind ja alles irgendwie auch so Marketing-Gags, die die Hersteller mit ins Rennen schicken. Ja, hier das neue Handy hat einen 50-fachen Zoom, hol alles Wichtige so nah ran, wie du es willst. Theoretisch ja, praktisch sieht die Sache anders aus. Meine Empfehlung, guckt bei eurem Handymodell und googelt danach, wie hoch ist der optische Zoom. Bei diesem Handy habe ich einen 10-fach optischen Zoom. Und einen 50-fachen Zoom, also auch den digital. Also nach 10-fach optisch setzt denn der digitale Zoom ein. Der Nachteil ist, und bei all den Kursen habe ich noch kein Handy gesehen, was davor warnt. Also sprich, ich zoome und dann kommt eine Meldung, Achtung, jetzt bist du im digitalen Zoom. Nein, ist nicht der Fall. Ich muss es wissen, bis wohin geht mein optischer Zoom. Deswegen unbedingt mal googeln für euer Handy. Kann schon nach 3-fach oder 2-fach Schluss sein. Und meine ganz klare Empfehlung, dann nicht weiter zu zoomen. Geht nicht in den digitalen Zoom rein. Der optische Zoom bringt eine von der Hardware her seitigen Zoom, eine reale Vergrößerung des Motivs, ein Heranzoomen. Der digitale Zoom ist kein realer Zoom mehr über die Hardware, sondern letztendlich nur noch ein Ausschnitt eures Bildes, was größer gezogen wird und dann wird es irgendwann pixelig sein. Also je höher ihr in den digitalen Zoom reingeht, je schlechter wird eure Bildqualität. Deswegen optischen Zoom ja, digitalen Zoom dringendst vermeiden. Ja, das mal 3 grundlegende Tipps, die für jedes Handy einsetzbar, umsetzbar sind. Bis auf, wie gesagt, bei der Belichtung mit dem gesonderten Fokussieren und Belichtungseinmessung. Das hat nicht jedes Handy, das einfach mal schauen, ob ihr das mit an Bord habt. Aber sonst waren das einfach mal Tipps, die außerhalb der Pro-Modis, außerhalb spezieller Einstellungen von High-End-Handys mit jedem Handy einsetzbar sind und womit eure Fotos einfach eine bessere Bildqualität bekommen. Probiert's aus und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wieder über den Daumen nach oben. Kanal aktivieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig, nicht vergessen, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und dann sehen, hören wir uns im nächsten Video. Viel Spaß mit euren Handyfotos. Haut rein!